Der dritte kommt jetzt. Okay. Was zur Hölle? Das war ein ganz schöner Treffer. Talana. Komm, komm, komm. Nächste Runde erst. Aber ja, ist machbar. Wow, wow. Nicht die Mädels. Nicht die Mädels. Oh. Ja. Dreimal zugehauen. Das ist übel. Ich glaube, die gehen wirklich gezielt auf die Fernkämpfer zuerst. Ja, dann heißt es jetzt einfach nur eins drücken. Und danach schön schnell zurück zur Stadt. Wow. Okay. Könnte knapp werden. Es könnte sehr knapp werden. Du trink mal einen Heiltrank. Du spott den mal. Dann kriegst du Schaden. So, weil er ausgeglichen ist. Und Rüstung kaputt. Jetzt komm schon. Hau den um. Ah, das ist okay. Ja, sehr schön. Weg, 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 weg. Ganz schnell weg hier. So, wird wieder dunkel. Ist okay. Lauf ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. So. In der Zwischenzeit habe ich übrigens ein, zwei Kommentare bekommen, dass ich in der Trainingshalle vielleicht doch mal auf die anderen NPCs achten sollte, die sonst noch so in dem Gebäude sind. Also wenn man ein Haus betritt oder allgemeinen Raum, dann sind öfters oben ja mehrere Bilder angezeigt. Und da sind wohl ein paar mehr in der Trainingshalle. Und dementsprechend könnten wir da auch die Trainer finden, die wir brauchen. Das heißt, das werde ich auch erledigen. Das heißt, wir machen jetzt die Standardsache in der Stadt. Also Waffen reparieren, Rüstung reparieren, die beiden Mädels heilen, neue Proviantpakete holen und dann in die Trainingshalle, um für ihn Axtexperte und für Orgrum Streitkolben war das, glaube ich. Genau, Streitkolben-Experte zu holen. Mal gucken, wie teuer das ist. Also ich hoffe mal, das ist ziemlich teuer. So 1000 Gold rum. Weil dann hätten wir da wenigstens sinnvolle Ausgaben. Das fehlt momentan ja so ein bisschen. Dass wir sagen können, wir verballern jetzt richtig gut Schotter, um besser zu werden. Weil das gehört ja auch irgendwie immer dazu. Man macht Beute und will die Beute dann ausgeben, um besser zu werden. Um bessere Beute zu bekommen. Und da bist du ja wieder. Hast aber nur Tratsch für uns. Okay. Dienste, Wiederherstellung. Jo. Raus. So, schlafen müssen wir nicht. Sondern nur Proviant holen. Klick. Dienste, Proviant aufstocken. So. Die Trainingshalle war hier gleich um die Ecke, richtig? Boah, ist das eine Lache gewesen. Darum. Genau. 10, 10, 10. So, was haben wir jetzt da für NPCs? Wir haben NPC Nummer 1. Der ist für Luftmagie, Bogen und Armbrust. Bogen. 150 Gold, das ist doch Pipifax. Na gut. Zurück. Du. Streitkolben. 150. Und Axt. 150. So, also hier hatten wir Luft, Bogen, Armbrust. Also der Schütze. Hier haben wir Schwert, Streitkolben, Axt. Also alle Waffen. Und hier Schild, Speer, mittelschwere Rüstung. Ja, okay. Raus. Was genau bringt uns das jetzt? Fertigkeit. Expertenrangbonus. Eure kritische Trefferchance mit Äxten steigert sich um 5%. Streitkolben. Kritische Trefferchance mit Streitkolben steigert sich um 5%. Also ist vollkommen egal, ob man einen Streitkolben oder eine Axt benutzt. Also vorher war es ja so, dass die Waffen doch ziemlich unterschiedliche Bonus gebracht haben. Oder Boni gebracht haben. Wie ist das beim Schwert? Das benutzt keiner von uns. Hat auch dementsprechend keiner.
Fände ich jetzt interessant, zu wissen, was das... Na genau, hier Dolch. Was macht Dolch? Ah, Dolch macht was anderes. Das ist gut. Zusätzlicher Angriffhieb für jeden Dolch, den ihr tragt. Wir haben nur zwei Hände. Oder zählen die im Inventar auch? Schwert? Kritische Trefferchance. Okay, was machen die Meistersachen? Für den ersten Treffer mit einem Schwert erhaltet ihr einen zusätzlichen Angriffshieb mit der Waffe in eurer Schwerthand. Moment mal. Wenn man mit dem Schwert kämpft, hat man meistens ein Schild in der Hand, aber nicht immer. Stimmt. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt so einen richtig schweren Streitkolben in der Haupthand und ein Schwert in der Offhand, also in der linken Hand. Und wir treffen mit dem Schwert. Dann wird nochmal ein Angriff gemacht mit dem Streitkolben. Müsste man aber beide Waffenskills hochskillen. Nee. Oh ja, trotzdem ganz schick. Beim Dolch noch mehr Crit. Beim Streitkolben... Ah, betäubt. Okay, das heißt, die Unterschiede kommen primär erst hier hinten. Also jedenfalls zwischen Streitkolben und Axt. Und Großmeister... 3% pro Fertigkeitsstufe. Wow, warte mal. Wir haben jetzt 10 Punkte investiert, um Experte zu werden. Das heißt, hier hinten hätten wir 30. Das heißt, am Ende, wenn man Großmeister ist, macht man 90% mehr Schaden mit Streitkolben. Das ist heftig. Und hier? Ja, genau das Gleiche. Ja. Okay. Wir müssen noch... Schwerter, ne gar nicht, Waffen und Schilde reparieren. Also das eine Schild. Na gut, ja. Ich will jetzt nicht losstiefeln mit dem einen Schild, das wir noch haben, der geht sofort kaputt, das wäre albern. Also Reparaturwaffen. Jo, raus. Hier rum, darum. Ach ja, langsam kenne ich die Stadt doch. Also die neue Version von Sorpegal. Die alte Version kenne ich auch noch. Also die alten. Wobei ich glaube, ich die von 6 am besten kann. Reparatur. So. Runter. Obwohl, warte mal. Wir machen noch einen kleinen Zwischenstopp in der Taverne, damit wir nicht jetzt schon wieder eins von den Proviantpaketen aufbrauchen. Wir brauchen unbedingt eine neue Stadt, wo wir hin können. Bis erst eine neue Taverne. Wir würden gerne rasten. Jo. Damit wir halt größere Proviantpakete mitnehmen können. So. Das heißt, jetzt geht's zum Leuchtturm. Kurz noch einen kleinen Zwischenstopp. Jo. Wir wollen ein Spinnennest. Nur mal ganz kurz gucken. Ob der Akrometer da oben anspringt. Also gelb wird. Nö. Komm schon, ich will nur ein, zwei Spinnchen haben. Sonst wäre das echt ein Jahr Wartezeit. Ja, ne. Das müsste schon reichen. Hier müsste schon irgendwo Respawn sein. Oder zumindest das da müsste gelb werden. Nicht rot, sondern gelb. Ja. Könnte natürlich auch gut sein, dass es gar keinen Respawn gibt. Damit man so à la Gothic wirklich jeden Gegner auch mitnimmt, um am Ende möglichst stark zu sein. Wenn Gegner respawnen, kann man einfach warten. Haut man immer tot, haut man immer tot und es gibt dann keine wirkliche Grenze, wie stark man werden kann. Wenn die Gegner begrenzt sind, dann freut man sich richtig, wenn man irgendwo noch Gegner entdeckt. Also ich weiß, in Gothic habe ich das so gemacht. Da bin ich wirklich in jedem Akt... fast einmal die ganze komplette Karte abgelaufen. Hab versucht, alles umzubringen. Damit ich, wenn der nächste Akt kommt und die Gegner dann respawnen, ich den maximalen Erfahrungspunkteffekt rauskriege. Also braucht man natürlich gar nicht, aber es macht halt Spaß, wenn man das Spiel so spielen möchte. Okay. Leg Orleans Blumen auf den Schrein. Registriert 10 Kreaturen für ein Bestiarium. Das müssen wir schon längst haben. Und der Schrein ist bestimmt irgendwo oben Richtung
dem da. Oh, warte mal. Diese kleine Insel hier in der Flussgabelung. Das könnte... Na, sieht man jetzt nicht. Ich würde echt gerne hier scrollen können. Das ist hier oben. Das Ding, wo wir drauf waren. Wo wir eine Kiste gefunden haben. Also ja, wir haben ein paar Kisten inzwischen gefunden. Aber ich habe gerade von meinem geistigen Auge die Kiste mit dem Fluss im Hintergrund und so weiter. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das sind ganz schön viele. Können wir da irgendwie so ein paar von haben? Ich versuche mal hier zu pullen. Oh. Hier. Genau, komm mit. Komm mit. Ist die jetzt von einem Feld zum selben Feld gegangen? Oder sah das nur so aus? Ja, komm her. Wozu zaubern? Zaubern ist langweilig. Komm her. Trottel. So. Oh. Oh. Die beiden haben wir gar gut. Verbrennen die mal. Der wird sich gleich in den Weg stellen, was ein Problem ist. Okay, die beiden machen nichts. Ah, ist okay. Du schießt. Du schießt. Du pustest ihn gleich wieder weg. Weil ich will den nicht. Er hat einen Pfeil im Kopf. Stopp, du Debuff. Beide. Ja, beide, sehr gut. Du schubst ihn weg. Ihr schießt. So, nochmal wegpusten. Feuer. So, das mit. Moment mal, wo kommst du her? Ach so, die waren gestapelt. Ja, das ist ein bekannter Bug. Der wird bald gefixt. Du. Geh mal durch. So weit, so gut. Gut. Haut die beiden, das ist völlig okay. Nur nicht die Mädels. So. Fehlen nur noch die beiden. Was ist das da hinten? Was war das? Warum darf die schräg schießen und wir nicht? Also zaubern? Komisch. So, Pfeil, Pfeil. Achso, wir haben gar keine Mana mehr. Ja, dann gibt's nur noch Weile. Kein Spielkram mehr. Kein Wegpusten, keine Feuersalven. Kein Debuff, kein gar nichts. Hauen, 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 hauen. Nicht Mürrem One-Hit, nicht Mürrem. Sehr gut. Nicht Talana One-Hitten, nicht Talana One-Hitten. Sehr gut. Nicht Ogrum töten. Komisch, der hat jetzt wesentlich weniger Schaden gemacht. So, du warst doch auch Aggro. Warum bist du nicht hierher gekommen? Das fand ich ein wenig komisch. Erstmal gucken, was da in dem Fass ist. Wasser fließt frei. Kuriert anvisierte gelähmte Gruppenmitglieder. Und Mana-Trank. Okay. Oh, retten sie Gegner. Gut. Ich glaube, ich mache jetzt mal einen kleinen Cut. Speicher ab. Vorher könnte man noch kurz schlafen. So. Dann will ich echt gucken, was da hinten ist. Und wie wir überhaupt hier reinkommen sollen. Weil ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das ein Dungeon ist. Oh, oh, das wollte ich nicht. Okay, die bringen wir jetzt noch kurz um. Die beiden, genau, rückwärts. Aber das sieht mir irgendwie eher wie ein Gebäude aus, was nicht wirklich betretbar ist. Dafür ist es viel zu klein. Oder das ist so ein Standardding, wie man das auch von anderen älteren Spielen kennt.
dass es auf der Überlandkarte halt, oder auf der Landkarte, ein kleines Gebäude ist. Und kaum geht man rein, ist da so ein riesen Dungeon. Weil es sonst halt viel zu viel Platz wegnehmen würde. So, du stirbst. Derek! Du haust mit einer Axt gegen eine halbnackte Frau und deine Waffe geht kaputt. Na gut. Giftheilung. Aber dass Schriftrollen so billig sind, finde ich ein bisschen schade. Also außer im Verkauf sind sie billig und im Kauf sind sie teuer. Das wäre wiederum schön für die Wirtschaft. Also für das Ingame-Wirtschaftssystem, dass die Charaktere nicht zu viel und nicht zu wenig Gold haben. So, darf ich jetzt abspeichern? Oh, ist das da hinten? Das ist so typisch. Nee, komm. Nicht ablenken lassen, Gerogon, du musst speichern, sonst stirbst du gleich, denn das alles... Oh, noch eine Kiste. Stopp, aus, vorbei, speichern. Wir sehen uns gleich wieder.